Und damit ein Hello there und herzlich willkommen zu diesem etwas anderen Video. Denn am Dienstag ist ein neues Video entschieden auf dem Hunt Showdown Kanal und es handelt sich hierbei um ein Developer Update Video. Und es ist tatsächlich echt big. Also, es gibt große News und ich werde jetzt einfach gemeinsam mit euch dieses Video anschauen. Ich habe es tatsächlich angeschaut. Moin, David. Ich habe es tatsächlich schon angeschaut. Aber ich will es einfach nochmal mit euch anschauen und ein bisschen meine Meinung abgeben, was ich so denke, was halt so kommen wird. Bla bla bla, ne? So, ihr wisst, so ein bisschen einfach mit euch darüber quatschen, was uns erwarten wird. Es wird auf jeden Fall big. Aber ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein. Also, David, erzähl mir, was du vorhast, du Mann mit geilem Bart. Hi, I'm David Fifield, the General Manager for the Hunt Franchise. We're here to bring some clarity and an overdue update on the next big step for Hunt Showdown this summer, as well as what to expect from us in the coming weeks. First, finde ich schön, dass er sagt Franchise. We're here to bring some clarity and an overdue Update. Das ist, finde ich, gut gesagt, weil sie haben wirklich viel zu lange geschwiegen. An sich, die Kommunikation in den letzten Monaten war nicht so geil von Crytek, muss man einfach sagen. Ich weiß nicht, seit wann ihr Hunt spielt. Ich spiele Hunt seit August 2018 und vor allem in den ersten 2-3 Jahren war es ganz anders. War sehr community-nah und man hat sich wirklich gefühlt als Teil der Entwickler quasi. War früher ganz anders. Die letzten Monate waren nicht so geil. Bisschen sehr getrennt von der Community. Natürlich haben sie dennoch gelesen und zugehört und so weiter. Aber man hat es nicht mehr so gespürt und deswegen freue ich mich jetzt, auf was jetzt kommt. Und dass sie es auch einsehen, jo, war auf jeden Fall überfällig, das Update. Update on the next big step for Hunt Showdown this summer, as well as what to expect from us in the coming weeks. First, let's talk about dates. Dates. We clearly left a lot of room for confusion last September when I spoke about ending support for PlayStation 4 and Xbox One versions of Hunt Showdown no sooner than April of 2024. No sooner. Nicht vor April. Man konnte damit rechnen. Sie haben gesagt, yo, Leute, ihr habt Zeit auf jeden Fall mindestens bis April. Mindestens. Nicht, yo, im April ist soweit, sondern mindestens. Mindestens bis zum April haben wir Zeit, um unsere Hardware und sowas aufzustocken. Falls ihr noch auf PS4 oder Xbox One unterwegs seid, spart lieber auf die neue Konsole, wenn ihr es noch nicht habt und ihr weiter in Hand spielen wollt. This key announcement was made in good faith to be transparent with the platform owners and the customers that service and support will be ending this year. A specific plan was set in motion to give a minimum of 6 months of notice to those who would be affected. Mm. Transitions like this are always tricky when ending a live service offering. We felt it was only fair and right to give as far out a prediction as we could at the time. Today we have another update on this transitional period and what to expect calendar-wise. Genau. Also, nochmal, ich übersetze so ein bisschen für Leute, die vielleicht nicht der englischen Sprache so mächtig sind. Sie wollten eigentlich halt nur Bescheid geben, yo, Leute, ihr habt mindestens 6 Monate Zeit. Eben, was ich eigentlich gerade eben schon gesagt habe und, ja, also viel mehr gibt's ja als eigentlich, was mehr kommt jetzt, aber immer einfach nochmal gesagt, yo, 6 Monate, habt ihr mindestens Zeit. Sie verstehen aber, dass es vielleicht nicht so gut ausgedrückt war. Und jetzt gibt's genaue Infos. This summer will usher in a whole new era of Hunt as our update to CryEngine 5.11 goes live on the 15th of August 2024. 15. August 2024 ist soweit, Leute. Wird ein großer Tag. Ein sehr, sehr großer Tag für Hunt. Hoffentlich. Mal schauen. Neue Ära. After this is live and running natively on PlayStation 5 and Xbox Series consoles, you will no longer be able to play at all on the older generations of consoles and will need to upgrade. Also, PC und Xbox, Leute. To those affected, again, we want to be clear. Your player accounts and entitlements to Hunt Showdown and all related DLCs carry up to the new version at no additional cost when you're ready to make the hardware transition. Also, ne, ist klar, haben wir damals schon gesagt, euer Account, alle DLCs, alles wird mitgenommen. Also wenn ihr auf eine PS5 upgradet zum Beispiel, müsst euch keine Sorgen machen, dass ihr alles freischalten müsst oder sonst was. Ist alles genauso wie vorher.
kostet auch nicht extra. Und when you're ready to make the hardware transition, klingt so, da bin ich mir jetzt unsicher, aber es klingt so, als würde es auch keine Deadline geben. Ich weiß nicht, ob es vielleicht eine Deadline gibt von einem Jahr oder von 2 Jahren. Ich denke aber nicht. Ich glaube, wenn ihr jetzt, keine Ahnung, ein Schüler seid und ihr müsst sparen auf eine neue Konsole oder ihr müsst, keine Ahnung, auf Weihnachten warten oder sowas, sollte kein Problem sein. Ihr könnt halt dann so lange Hand nicht spielen auf der Konsole, aber an sich, wenn ihr dann spielen könnt, wenn ihr eine neue Konsole habt, ist halt kein Problem. Alles übernommen. Und auf PC, also, ne, ändert sich ja nichts. Außer, dass ihr vielleicht neue Hardware braucht an sich, neue Grafikkarte oder irgendwas, aber ihr könnt es an sich schon noch spielen, bloß halt wahrscheinlich mit weniger FPS. We are very committed to get more answers out between now and the 15th of August, which we are treating as a significant relaunch of Hunt Showdown at a whole new level. While that date might... Das sind große Worte. Significant relaunch at a whole new level. Also, quasi wird Hunt wiedergeboren am 15. August. Das sind große Worte. Das sind große Worte, David. ...might have been the biggest question out there. We also know there are hundreds more questions that need addressing. Between now and August, you can expect many announcements and insights with weekly updates in developer video format like this one or social media posts on past, present and future topics, such... Das ist krass. Wöchentliche Updates. Nicht monatliche oder sowas, wöchentliche. Ich bin gespannt, wie sie das einhalten können. Ihr habt hier unten gesehen, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, solche Videos wie dieses hier. Soll es die nächsten Wochen immer kommen. Ich bin sehr gespannt. Jazz. Klingt sehr vielversprechend. Lessons learned and the insights we've taken in on the events, packs and trait systems from Devil's Moon through the Tide Trilogy and Desolation's Wake. We have a great and vocal community, a healthy response rate for the surveys deployed this last year and mountains of engagement data to work from. Also hier sagen sie, yo, wir haben gelernt aus den vergangenen Events. Und die machen ja auch immer diese Umfragen. Ich weiß nicht, ob ihr immer an diesen teilnimmt. Ich glaube, immer irgendwann mittig des Events. Anfang, Mitte und dann zum Schluss. Machen sie immer diese Umfragen. Wo man antworten kann, wie fand man einzelne Traits von den Packs oder die Packs overall, die neuen Waffen, die neuen Skins. Bei Ashbloom halt, wie man Ashbloom findet oder beim Inferno damals. Der Regen und so weiter. So was die Meinung ist der Spieler. Fand ich immer ganz cool und anscheinend, er meint auch, dass die auch... Dass die da auch, also dass auch wirklich ordentlich Leute da mitmachen. Ist cool, dass sie anscheinend davon gelernt haben. Ich hoffe nur, dass sie auch bald das Gelernte umsetzen, weil auch hier jetzt Engagement Data, was halt wahrscheinlich Pick Rate ist, also wie oft jemand bestimmte Sachen, Items, Waffen nimmt oder Trades oder Packs. Und auch Community Sentiment. Ich meine, die Community ist sehr laut und sagt schnell, wenn ihr was nicht passt, weil in den Events selbst merkt man das nicht so. Also, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert ans. Ich weiß nicht mehr, welches Event das war. Das war das Winter-Event, wo mit dem Dark Inferno, wo wir den Trade Blazeborn hatten, vom Infernal Pact. Blazeborn, der Trade, mit dem man nicht brennen konnte. Das waren schreckliche 2 Monate. Hat keinen Spaß gemacht. Also, es hat schon Spaß gemacht, aber das nicht. Blazeborn hat keinen Spaß gemacht. Oder auch die Flashbomb. Die Flashbomb, die erst monatelang viel zu stark war, oder wenn nicht sogar Jahre, viel zu stark war. In jedem Game hatte jeder eine Flashbomb dabei, zu, wo ist die Flashbomb? Also eigentlich, sie wurde quasi gelöscht. Quasi. Und ich muss ganz kurz schneiden, weil ich muss kurz eine Jalousie runter tun. Man kann Flashbombs nicht mehr auf Huntern haben, standardmäßig, dass Rekruten damit kommen. Man findet es nicht in Toolboxen, nicht in Satteltaschen, auch nicht in Leichen, das ist ja wie in Toolbox. Also man kann sie nicht looten, nicht vom Dark Tribute, also kein Dark Tribute, keine Hunter-Rekruten, kein Looten. Auch bei sowas wie Twitch-Drop sowas kriegst du keine Flashbacks. Du kriegst keine Flashbacks mehr, du kannst sie nur kaufen. Du kannst sie nur im Shop kaufen. Was keiner macht, weil die scheiße ist. Die ist komplett scheiße. Wo wird der diese Engagement-Data dann benutzt? Weil die Flashback war wirklich lange viel zu stark. Hat sehr lange gedauert, bis sie genervt wurde. Und jetzt ist sie schon lange viel zu schwach und es passiert nichts. Deswegen, Blazeborn Event, also ich sag schon Blazeborn Event, das Inferno Event mit Blazeborn, 2 Monate lang hatten wir das, es wurde nichts daran getan. Letztes Event, Desolation's Wake mit Lawful, war natürlich nicht so krass wie Blazeborn, aber war auch zu stark, zu nervig, wurde auch nichts getan. Ich hoffe, dass sich das in Zukunft ändert.
das auch während eines Events gepatcht wird. Das wäre sehr schön. Fände ich gut. Aber an sich, ja, sie kriegen mit, was die Community will. Das stimmt. Das sieht man auch im Headspan zum Beispiel. Oder auch in Kane damals oder auch in anderen Sachen. Das kriegt man schon mit. Auf dem Subreddit vor allem sind die sehr aktiv. Oder auch Twitter. Die Umfragen sind cool. Ich hoffe mal, dass die auch noch weiter ausgearbeitet werden. Ich fand die von der Isolation Swag auch schon besser als die letzten. Und wie gesagt, Engagement Data, ich hoffe, dass doch ein bisschen mehr mitgearbeitet wird. Oder sagen wir ein bisschen schneller. Was ist schon sehr schnell klar. Also nach einer Woche beim Blazespawn Event war halt direkt klar, Blazespawn ist viel zu stark. Es war sehr schnell klar und es wurde nichts gemacht. Auch wichtig. Fair Play Task Force. Also, look for updates on our Fair Play Task Force and the steps we are taking to identify and address cheaters, exploitive play and toxic interaction. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe nicht so ein Problem mit Cheatern. Also im Sinne von, ich sehe nicht so viele. Könnte aber auch daran liegen, dass ich viel Solo und Duos im Trio spiele und deswegen die MMA automatisch runtergedrückt wird und der Cheater sind eher in der höheren MMA unterwegs. Also so Six Stars. Aufwärts, also schon High Six Stars oder halt, also wir sind meistens bei so 4-5 Sternen unterwegs, vor allem eben, weil halt die MMA runtergedrückt wird. Wenn ich Solo spiele, auch gerne bei 3 Sternen. Sehe ich wenig, letztes Mal, als ich einen Cheater hatte, war, oder was, letztes Mal, auf jeden Fall das letzte Mal, als ich wirklich einen Office Cheater hatte, nämlich auch eine Aufnahme habe, war im Quickplay. War wild, werde ich auch irgendwann, glaube ich, noch hochladen als Short. Sonst, ich habe die ersten 3-4 Jahre vielleicht 5 Blatant Cheaters gesehen in Hand und jetzt vielleicht sind es maximal 20, maximal. Ich finde, in fast 4000 Stunden ist es völlig in Ordnung. Aber ja, es wurde mehr, es ist wichtig. Cheater nicht so krass schlimm, würde ich behaupten, wie bei Exploits und bei Toxic Interactions, also Exploits, Derendering, dass Leute auf 200 Meter durch eine Wand sehen können und dich dann mit Moses Sniper Spitze einfach killen, obwohl du eigentlich nicht damit rechnen, dass dich irgendjemand sieht. Das ist ungeil. Muss halt auch gefixt werden, aber die Leute dürfen das natürlich auch nicht benutzen. Das ist die andere, also, ne, benutzt sowas nicht. Auch wenn ihr einen Bug findet, versucht ihr einfach nicht zu benutzen. Auch wenn sie es vielleicht anbietet. Ist einfach nicht cool. Und eben, was mir jetzt am Herzen liegt, sind die toxischen Leute, weil mich fucken diese Leute ab. Wenn sie dich nach einem, Junge, du hast so einen 10-Minuten-Fight, das ist übelst intensiv, geht übelst ab. Und dann ganz knapp in dem Fight, in dem 101, alle anderen sind tot, in 101 stirbst du und direkt wird im Voice Chat geshit-talked. Easy peasy, get wrecked, noob, noch viel schlimmere Sachen, ich bin jetzt sehr, ne, sanft. Warum? Fuck mich übertrieben ab. Und das ganze Problem ist eben, das sagt er jetzt, glaube ich, auch. While many of our specific steps in this area are not declared or shown in the open, there is still a lot we can and will share about our philosophy and intentions. Das hat er noch gesagt, also, yo, ich weiß, wenn ihr reportet, wir können euch nicht viel sagen, was passiert. Man kennt's ja. Ich glaube, bei Rainbow Six Siege ist es so, dass wenn du jemanden reportest und der gebannt wird, bekommst du eine Meldung oben rechts im Bildschirm mit einem Game. Hand hatte das ja gar nicht. Du weißt ja nichts, du weißt gar nicht, ob irgendwas passiert. Und er sagt jetzt, yo, wir wissen, das ist so, wir versuchen das besser zu machen, dass wir ein bisschen mehr erfahren können. Mal schauen, wie sehr sie es machen können, weil die haben halt eben ihre Geschäftsbedingungen. As well as more details on actions that are being taken and addressed openly. We will also give more details on where and how to most effectively report offenders you encounter or observe. Da hoffe ich, dass er da jetzt mit meint, dass das Report-System verbessert wird. Was sagt er? We will also give more details on where and how to most effectively More details on where and how. Boah, schwierig einzuordnen. Ich hoffe mal wirklich, dass er meint, dass das Report-System verbessert wird und dass sie eben uns dann noch weiter sagen, wie genau es funktionieren wird und nicht irgendwie, dass noch weiter auf aufmerksam gemacht wird, wie man best reportet, weil das momentane Report-System ist kacke. Du kannst in-game reporten, wie viel es bringt, ist eine Frage. Was viel besser ist, ist halt auf der Website zu machen. Aber um es auf der Website zu machen, brauchst du eigentlich Videoaufnahmen, die nicht jeder machen kann. Oder die nicht jeder machen will. Was ich verstehe, nämlich, ne, kostet Leistung, Sachen aufzunehmen. Auch mit Shadowplay oder sowas. Und viel wichtiger ist, du brauchst halt auch die Steam-ID. Oder die PlayStation-ID, keine Ahnung, da kenne ich mich nicht aus, aber auf PC, du brauchst die Steam-ID. Und auf die Steam-ID kann ich teilweise nicht zugreifen. Wenn die ihr Profil auf Privat stellen, sodass man auch nicht die Karriere sowas einsehen kann, kann ich nicht auf Steam-Profil, ich kann es reporten, ich kann nicht auf Steam-Profil. Und natürlich, wenn sie Namen haben, normalen,
dann kannst du danach suchen auf Steam und darüber die Steam-ID finden. Zwei Probleme. Es gibt Leute, die haben ultra generische Namen, sodass du, keine Ahnung, das ist irgendwie Dark Lord 69. Es gibt sehr viele Dark Lord 69s. Den musst du erstmal finden, den richtigen. Und zweitens, Boxnames. Wir alle kennen's. Du bist in einem Match, du liest ein Match, gehst in die Team-Details und du siehst einfach nur Boxen als Namen. Wer der sein Profil auf privat hat, wie soll ich den finden? Geht nicht. Ich kann diese Person nicht finden. Noch schlimmer, wenn sie einfach gar keinen Namen haben, wenn einfach nichts steht. Oder wenn da steht No Platform irgendwas, gibt's auch. Ich habe dann keine Möglichkeit, diese Leute zu reporten. Einfach, es geht nicht. Ich kann nicht. Und ich hoffe, das muss geändert werden. Die Leute können cheaten und was weiß ich, die können übelst Raid checken und du kannst nichts machen. Gar nichts. Außer sie halt in-game zu reporten. Aber wie viel das bringt, ist halt, weiß man nicht. Ich hoffe mal, dass sie auch das vielleicht vielleicht so an uns ranbringen, wie viel das tatsächlich bringt, weil wir wissen es nicht. Es fühlt sich oft an, als würde man einfach diesen Knopf drücken, Report, und das war's. Mehr passiert ja nicht. Report offenders you encounter or observe in live play. Oh ja. Mhm. Multiple showcases will be posted previewing the new user interface, covering what's being added and some long-standing components which are being removed. Also da kriegen wir Infos, jetzt auch über die nächsten Wochen wahrscheinlich, also ne, wie er halt meinte, UI wird, teilweise werden Sachen geändert, teilweise werden Sachen hinzugefügt und teilweise werden Sachen entfernt. UI, muss man nicht viel zu sagen, die UI in Hand, schrecklich, ich liebe das Spiel, ich liebe David, ich will diesen Mann küssen, ich liebe Dennis, will ich auch küssen, ich will Benze küssen, ich will alle küssen. Aber diese UI-Leute möchte ich nicht küssen, nein, Spaß, wirklich. Die UI von Hand ist einfach scheiße, nicht gut. War sie eigentlich noch nie, auch früher nicht. Ich kann euch mal ein Bild einblenden, wie die UI früher aussah, falls ihr es nicht kennt. Die war zwar damals auch cool, aber im Grunde, wenn die das beibehalten hätten, das wäre genauso ausgegangen. Ich weiß, von vielen Leuten sagen, oh, ich will die alte UI wieder zurückhaben. Ja, ich check's, optisch ist sie vielleicht irgendwie cool, aber die hätte genau dasselbe Problem. Zu viele Tabs, hier ist was, da ist was. Es ist einfach zu viel. Hand ist so komplex geworden, die UI, mit der sie angefangen haben, die funktioniert einfach nicht mehr. Wir brauchen Drag and Drop. Wir brauchen Hunter favorisieren, dass man Legendary Hunters favorisieren kann. Wir müssen Trades favorisieren können. Das Filtersystem muss angepasst werden, weil es gibt so viele Sachen inzwischen, so viele verschiedene Munitionsarten, Varianten, Waffen an sich. Da muss einiges getan werden und da bin ich gespannt. Bin ich wirklich sehr gespannt. Ich meine, wenn ihr euch die Legendary Hunter überlegt, der Legendary Hunter Store wäre eigentlich der bessere Recruitment-Tab. Da hast du irgendwie 5 Hunter, glaube ich, in einer Reihe und dann geht's halt runter in so Kästchen. Du kannst nach Namen suchen und du findest direkt, wen du haben willst, nur um dann auf einen Knopf zu klicken, der dich dann in den Recruitment-Tab bringt, um da dann diesen Hunter zu rekrutieren. Okay. Gut, wichtig. Ganz, ganz wichtig. Ganz wichtig. Components which are being removed. The hunter recruitment and prestige systems will continue to evolve, as will progression requirements and details around rewards attached to climbing the ranks. Also Prestige wird weiterhin verbessert, das ist gut, weil Prestige ist kacke. Ich bin Prestige 69, aber ich wäre eigentlich immer noch Prestige 34 oder sowas, wenn ich die ersten zwei Events Death Cheat so verbuggt gewesen wäre. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, ob ihr damals schon gespielt habt, aber die ersten zwei Events, wo es Death Cheat gab, war das komplett verbuggt und du hast eigentlich Death Cheat nie verloren. Das heißt, du konntest ein Prestige schlagen, die ganze Zeit mit demselben Hunter spielen und mit Level 50 Hunter gehen halt alle XP, die du in-game verdienst, direkt in die Bloodline. Das heißt, du konntest in einer Runde 20 Ranks da oben gehen oder noch mehr eigentlich, teilweise 30. Und ich habe halt 30 Prestige Level innerhalb von 2 Events gemacht. So krass war das. Das habe ich nur gemacht, weil es halt da so schnell ging und weil ich halt den Winfield Skin von Level 50 wollte. Und dann dachte ich mir, ja komm, ich mach was Level 69, weil 69, funny. Aha. Aber ich hasse Prestige. Es ist schrecklich. Ich mag es an sich zu grinden und Sachen freizuschalten. Aber in Hand macht es einfach keinen Bock. Weil bis ich Rang 100 bin, habe ich Sachen freigeschaltet, die ich jetzt endlich spielen will und dann bin ich halt schon wieder Rang 100. Also sowas vor allem wie, gut, inzwischen ist es besser, damit es alle Basewaffen von Anfang an hat, aber ach,
Es ist einfach noch nicht geil. Es muss dringend überarbeitet werden. Und die Belohnungen, also ich krieg halt nur noch den Mosin-Skin auf Level 100 und halt noch 70, 80, 90. Ich krieg noch 3 Random Legendaries und den Prestige 100er Mosin-Skin, das war's. Mehr Belohnungen krieg ich gar nicht mehr. Dafür tue ich mir jetzt nicht noch 31 Level Prestige an. Vergiss es. Achso, und die Rekruten meinte er ja auch, dass die Rekruten, weiß ich nicht, was sie damit meinen, weil ich muss sagen, ich find's gerade echt in Ordnung mit den Legendary Huntern und den normalen Hunter-Rekruten. Mal schauen, was wir machen. Ich finde es gerade echt okay. Mit den Trades und alles. Manchmal kriegst du eine richtig krasse Hunter, wo du denkst, Alter, Jackpot. Manchmal denkst du dir, was ist das für ein Scheiß? Ja, mal schauen. Kann mir nichts nur davor stellen. Design Vision. So, und das we'll ist auch ein großer Design Vision and how decisions are being made about both subtle and substantial game mechanics. Nicht so gewichtige und sehr gewichtige Game-Mechaniken. Da bin ich gespannt. Klingt nach schwerwiegenden Änderungen teilweise. Such as Hunter Revival. Solo Necro, höchstwahrscheinlich. Hunter Wiederbeleben. Ich denke, da wird Solo Necro mit dabei sein, weil Solo Necro ist, ich habe kein Problem damit, aber Solo Necro ist weird. Kennt ihr irgendein anderes Spiel, wo man einfach nur einen Knopf drückt, jederzeit, um sich wiederzubeleben? Also ich nicht. Das ist schon ein komisches System. Ich weiß nur nicht, wie sie das irgendwie anpassen wollen. Also da bin ich sehr gespannt, weil ich kann mir nicht vorstellen, wie sie das anpassen wollen. Health Chunks. Das finde ich big. Health Chunks. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Nehmt ihr was anderes als 4 kleine Balken? Also einen großen und 4 kleine? Seitdem Resilience gebufft wurde und seitdem es die Rackshot gibt, nicht mehr. Gibt keinen Grund für. Früher schon. Früher, als es noch kein Solo Necro gab zum Beispiel, waren 3 große Balken als Solo das Ding. In Teams war bei uns groß, klein das Beste. Also, dass du am Anfang großen hast, dann klein, dann großen, dann klein. Dass wenn du stirbst, nur einen kleinen verlierst. Damit du, wenn du Resilience hast, direkt vollgeheilt bist. Für früher hat Resilience nur 75 geheilt. Das heißt, du musstest dich nach dem Aufstehen nicht direkt heilen. Und damit kleine Witchshots einen besser heilen können. Also, dass man einfach weniger Healing verschwenden muss. Aber dass es jetzt die Rackshot gibt und eben Resilience immer voll heilt, egal wie viele Balken du halt hast, halt immer voll. 4 kleine Balken ist the way. Alles andere zu spielen macht in meinen Augen überhaupt gar keinen Sinn. Und passend dazu eben auch die Restorations wollen sie eben auch irgendwie anpassen. Ich hoffe mal, dass das bedeutet, dass wir mehr Restoration-Möglichkeiten haben werden. Wir haben jetzt zwar Rampage und Remedy auch mit drin als Burn-Trades, aber die musst du erstmal kriegen. Weil die sind halt Burn-Trades, die sind selten, die musst du erstmal kriegen. Und momentan gibt es eh auch nur einen Boss. Mit Glück hat man noch Roger, dann hat man sich nur 2 Banishes, also maximal 2 Banishes hat man ja an sich. Und meistens hat man nur einen und die sind auch schnell weg, gerne mal. Dann läuft es halt darauf hinaus, wenn ich kein Banish mehr habe und ich keinen Burn-Trade gerade habe, dass ich nach einem Fight, wo ich und meine Mates, keine Ahnung, alle 1-2 Balken verloren haben, dann gehen wir halt raus, weil wir hören in der Ferne schon Lebel, Mosin, Spark schießen. Wir sind halt One-Tap für die. Dann spielst du eigentlich, also wenn du, klar, du kannst weiterspielen und das Risiko eingehen, aber höchstwahrscheinlich wirst du sterben, weil du einfach nur einmal getroffen werden musst in die Brust und bist halt weg. Das ist kacke. Deswegen macht das ich an den Events immer so gern. Auch jetzt am letzten mit Lawful zum Beispiel, dass du super schnell deine Balken wiederherstellen konntest. Oder vor allem im letzten Event, das Sealed Medkit in der Mitte der Map. Dass du jederzeit deine Balken wiederherstellen konntest. Mega geil, vermisse ich auch sehr. Und ich hoffe, dass wir da weitere Möglichkeiten kriegen. Ich finde, diese Sealed Items waren ein sehr, sehr guter Schritt in die richtige Richtung. Guter Schritt, ein großer Schritt? Keine Ahnung. Restorations, Burning Downed Hunters. Auch bin ich gespannt, was wir damit machen, weil. Also Flare Pistols geht mir schon sehr auf den Sack. Sag wie es ist. Ist zu viel. Du stirbst, du wirst sofort angezündet. Es ist wie Hunt 2018, bloß dass es nicht so schlimm ist wie damals, weil früher gab es auch keine Choke Bombs und sowas. Es ist aber wirklich sehr nervig. Es macht keinen Spaß. Ist nicht geil gerade, finde ich. Also, ich finde es cool, dass Dragon Breath anzünden kann. Ich finde es auch cool, dass Starshell an sich anzünden kann. Ich weiß, Flare Pistol ist jetzt auch Starshell, aber ich meine halt, ne, dass du eine Lamato und eine Romero mit dabei hast mit Starshell, dass das anzünden kann. Finde ich auch okay. Dragon Breath finde ich, wie gesagt, geil. Flare Pistol geht mir mega auf den Sack. Und Fusies. Fusies finde ich besser als Flare Pistol, weil für die Fusies musst du tatsächlich eine Toolbox nehmen oder einen Hunter looten, um sie wieder aufzufinden. Du bekommst nicht gleich komplette volle Muni, weil für Flare Pistols brauchst du ja nur eine Ammo-Box, eine Special-Ammo-Box, und das ist quasi voll. Du bekommst, glaube ich, 2 raus. Also, Flare Pistols finde ich nicht geil gerade. And reducing Stalemates. Wie auch immer sie das machen wollen. Stalemates, ich weiß nicht, wie man es auf Deutsch übersetzt, halt, wenn 2 Teams
nichts machen quasi. Also sagen wir, ein Team verbunkert sich im Bossraum und das andere Team pusht nicht rein. Das Team im Bossraum peekt nicht, geht dann keine Fenster, bewegt sich nicht. Nichts passiert. Packt mega ab, ich hasse das. Ich hasse auch Leute, also ich mag Leute nicht, die so spielen, die sehr viel Geduld haben. Es ist okay, mal so zu spielen, ein paar Minuten, wenn es sein muss, wenn es einfach der beste Play gerade ist, aber diese Leute, die jeden Eingang Konzertina platzieren, überall fein sind, was weiß ich, und dann einfach nichts machen die ganze Zeit. Und ich bin gespannt, wie sie das angehen wollen, weil es hieß auch damals bei der Beatle Anti-Camping-Mechanic, naja, hat nicht so gut funktioniert. Mag die Beatles, aber hat nicht so gut funktioniert. Mal schauen. Klingt alles sehr big. Kann ich mir nichts darunter vorstellen. Ich denke mal, bei Health Chunks wird es heißen, man hat immer vier kleine Balken oder sowas. Also irgendwie, dass es fixed ist und dass man nicht mehr das auswählen kann. Restorations, ich hoffe mal mehr Möglichkeiten dann. Burning Down Hunters, dass das irgendwie wieder angepasst wird, dass Flare Pits nicht mehr anzünden können. Das gibt mir so auf die Nerven, oder dass es irgendwie anders gehandhabt wird, dass vielleicht nur du so lange brennst, solange die Fuse, also die Flare auf dir drauf ist vielleicht. Irgendwie sowas in die Richtung. Und was sie hiermit machen wollen. Keine Ahnung, wie sie das machen wollen, aber ich bin gespannt. In favor of more definitive fights. Ja. Und jetzt wird über die Engine. We will bring a list of the new technologies and features that will roll out with the engine upgrade this August and updates on the backend, server and matchmaking adjustments rolling out in the background independent of the engine upgrade. Ich weiß nicht ganz, was das bedeuten soll, independent of the engine upgrade. Also Anpassungen an Backend, Server und sowas quasi. Also damit ist gemeint, dass Kill-Trades verbessert werden, dass D-Sync verbessert wird, die Server an sich verbessert werden. Weiß man nicht, was es bedeutet, unabhängig vom Engine-Upgrade. Heißt das, wir kriegen das vor dem Update noch? Also vor dem 15. August? Oder ich weiß nicht genau, was das bedeuten soll, aber es klingt gut und ich möchte es haben. Bitte. Ah ja, und halt, wir kriegen jetzt die Wochen eben auch Infos, was genau eigentlich das Engine-Upgrade jetzt bedeutet. Weil wir, klar, Engine-Upgrade klingt big und es ist auch big und bla bla, aber was genau das für uns bedeutet als Konsumenten? Keine Ahnung. Ist die Grafik? Läuft es stabiler? Weiß ich nicht. Das Einzige, was ich mal mitbekommen habe, ist, dass neue Engine für die bedeutet, also vor allem diese CryEngine, dass sie besser updaten können, dass sie besser patchen können ohne oder mit weniger Problemen. Aber was es für uns bedeutet jetzt an sich, direkt wenn es dann da ist, keine Ahnung. Ich denke, es wird eher so eine Sache sein, die dann die Zukunft einfacher macht für die. Aber mal schauen. So be a series of run-up previews and teasers around the next event, the new map and biome, and a mountain of other content and features in the weeks before the August launch. Und davor habe ich Angst. Das ist das, was ich ganz am Anfang meinte, hoffentlich. Es ist Update und Engine Upgrade kommt am 15. August. Und es wurde ja schon gesagt, dass mit dem Engine Upgrade die neue Map kommt. Und dazu kommt auch das neue Event. Also wir kriegen in einem Tag neue Version mit neuer Engine, neue Map und das nächste Event. Da wird was kaputt gehen. Also da wird hundertprozentig irgendwas kaputt gehen. Wenn die das hinkriegen, ohne dass irgendwelche krassen Bugs kommen, dann bin ich echt beeindruckt. Und das zeigt dann vielleicht auch, dass die neue Engine was kann. Aber da, deswegen sage ich hoffentlich. Ich bin zuversichtlich, dass der 15. August wirklich quasi Hand 2.0 ins Leben rufen wird, dass Hand wiedergeboren wird. Ich hoffe nur, dass es wirklich dann vom 15. August aus ist und nicht erst ein paar Wochen später, weil sie noch irgendwelche krassen Bugs fixen müssen. Ich freue mich. Ich bin zuversichtlich. Aber ich habe da noch Angst. Features in the weeks before the August launch. We're excited to have you on this journey with us and eager to take this massive new step with you all. Süß. Süß, David, süß. So ein süßer Mann. Und übrigens, falls es euch nicht aufgefallen ist, ich habe das Video jetzt schon, ich glaube, dreimal angeschaut. Ich kann es jetzt hier nicht, vielleicht mache ich mir die Mühe und ich suche es jedes Mal und ich mache hier einen kleinen Zusammenschnitt von, ich denke aber nicht. Er hat sehr oft das Wort Mountain gesagt. Könnt ihr euch mal anschauen und mal mitsehen. Mach so. Schaut euch das Video selber an und könnt ihr mal mitsehen, wie oft er Mountain sagt. Heißt auch, die Map wird in einem neuen Biom sein. Und es geht in den Norden, glaube ich, hieß es wieder, oder? Weiß ich nicht, ob das stimmt. Auf jeden Fall, ich glaube, wir werden einen Berg haben. In der neuen Map. Ja. David, ich bin sehr gespannt. Und ich hoffe, ihr seid auch gespannt. Das Video geht jetzt eine halbe Stunde. Ich habe keine Ahnung, ob ich irgendwas zurechtschneiden werde. Ich würde einfach mit euch darüber reden. Ups. Schreibt mir sehr gerne in die Kommentare, was eure Meinung dazu ist, was ihr so erwartet, was ihr so hofft.
ob ihr skeptisch seid. Es ist nämlich schon wichtig, skeptisch zu sein, aber ich finde, es geht wirklich in eine gute Richtung. Vor allem Weekly Updates. Ich bin sehr gespannt, ob sie das schaffen. Wenn ja, finde ich toll, weil ein Grund, warum ich mich in dieses Spiel damals so verliebt habe, ist einfach, wie nah die Entwickler an der Community sind und wie integriert man sich fühlt in der Entwicklung. Und die letzten paar Monate war das nicht so der Fall. Deswegen hoffe ich, dass das besser wird. Und ich hoffe, dass am 15. August wir quasi ein neues Hunt haben. Eine neue Ära des Hunt-Showdowns beginnt. Also wünsche ich noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. Hello.